totale andere Qualität, anderer Modus. Stimmt's? Okay. Also zum Beispiel zur Schule gehen. Ist das dürfen, müssen, wollen, können? Was passt? Muss. Ich muss zur Schule gehen. Okay, ich Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Nyitott-Világ-Stiftung Sommercamps für Kinder an, die in den Ferien ihre Deutsch- oder Englischkenntnisse verbessern wollen. Also das ist unser 24. Sprachcamp, ja. 18 Jahre lang waren wir in Dombori. Dort haben wir unser Sprachcamp immer veranstaltet. Und seit 6 Jahren sind wir hier in Vojta im Szicsi-Schloss. Also was die Altersgruppe betrifft, also die Schüler kommen schon nach der 6. Klasse, also im Alter von 12, 13, 14 Jahren, so würde ich mal sagen, aus der Grundschule. Und die Gymnasiasten, also aus Mittelschulen, kommen die meisten. Ja? Und einige sind schon mehrere Male da, ja, also das genieße ich persönlich auch sehr. Und viele sind zum ersten Mal da. Der erste Tag ist für sie dann ziemlich interessant, ja. Sie haben natürlich Hemmungen am ersten Tag, aber das ist auch ein Ziel für unser Sprachcamp, dass die Hemmungen hier abgebaut werden sollen. Und es klappt wunderbar. Wie gesagt, also die Neulinge, die sie kommen, die hierher kommen, die sind am ersten Tag noch so schüchtern. Aber dann befreunden sie sich mit den anderen und als Freunde gehen sie dann am Ende der Woche nach Hause. Und diejenigen, die nicht zum ersten Mal kommen, die haben schon ihre Freunde. Ja? Also sie sind zusammen, sie machen zusammen Sport oder am Nachmittag können sie hier im Schwimmbad baden. Das Wasser ist schön lauwarm schon, also sehr gut. Ja? Und das kann ich auch sehr genießen, dass sie nicht nur lernen, sondern auch die Freizeit zusammen verbringen. Unter den 50 Camp-Teilnehmern in diesem Jahr waren einige, die schon mehrmals dabei waren, aber auch solche, die das Camp in Vojta zum ersten Mal besuchten. Nekem ez itt az első alkalmam Vojta. Eddig nagyon tetszik a tábor, nagyon sok új embert ismertem meg, és nagyon sok mindent veszünk egy órán, de követhetően és mindig vissza lehet kérdezni, és így jól lehet haladni. Én már negyedik alkalma vagyok itt a táborba, és legnagyobb részt a közösség miatt jöttem vissza mindig. Ez egy nagyon jó hangulatú tábor, az emberek is mind azért jönnek ide, hogy tanulhassanak, és mindenki célokkal jön ide, amit így az eddigi évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy mindig sikerült teljesíteniük. És szerintem nem csak a tanulás, de a szabadidő is egy nagyon jó hangulatban telik itt a táborba, szóval ezért is nagyon érdemes idejönni. Die Schüler werden täglich in mehreren Klassen unterrichtet, aber natürlich gibt es auch längere Pausen, um sich in die Sommerhitze zu entspannen. Die Atmosphäre im Camp ist sehr gut und die Gemeinschaft ist ein weiterer Grund, warum die Kinder gerne wiederkommen. Fölkelünk reggel ilyen 7 és 8 között, és 8:30-ig körülbelül meg kell reggelizni, vagy hát kényelmesen 9-kor kezdődnek az órák, minden óra másfél órás. Az első óra az ugye tart 10:30-ig, és 10:30-től 11 óráig van szabadidőnk, utána pedig következik egy másik óra, az 12:30-ig tart, onnan van egy ebédidőnk 13:30-ig, és 13:30-től tart az óra 3:00-ig, amikor van egy nagyszülete, ahol lehet kint fürdeni a medencében, és 3-tól egészen azt hiszem 17:30-ig van szabadidőnk, és 17:30-tól, én nem a csat 6-ig, és 6-tól pedig 8:00-ig pedig tart az utolsó óránk, és azután pedig szabadidőnk van, beszélgetünk általában, és lefekszünk 10 óra körül. Mindig 4 tanár, vagy 3 tanár, most az idén 3 tanár van, ebből egy magyar származású, vele inkább ilyen nyelvtani feladatokat csinálunk, ebben próbál nekünk segíteni, ugye magyarul könnyebben el tudja magyarázni, és most a másik 2, az egyik tanárnő Kanadába jött, vele is nagyon inkább beszélgetünk, feladatokat csinálunk, és ez nagyon sokat segít mind a különböző országoknak a kiejtését megtanulni, mint a kommunikációnk fejlesztésében, illetve egy másik tanárunk Amerikába jött, lehet látni a kultúráknak a különbségét is így, ebből szerintem nagyon sokat tudunk tanulni. Ez most már inkább ilyen szórakozás, illetve már így a nyaraim része ez a tábor, szóval emiatt is jöttem, meg a barátok miatt. Das Camp umfasst auch ausländische Lehrer für deutsche und englische Gruppen.
Da sie kein Ungarisch sprechen, müssen sich die Kinder in der Fremdsprache ihrer Wahl ausdrücken. Neben der Grammatik ist es auch sehr wichtig zu lernen, sich in eine andere Sprache auszudrücken, zum Beispiel in Deutsch oder Englisch. Ich würde als Schatz benennen, also oder nennen, ja, dass wir Muttersprachler als Lehrer und Lehrerinnen haben, ja, und das ist sehr, sehr wichtig für die Schüler. Also dann können sie die Aussprache üben, hören, also die richtige Aussprache, Redewendungen, Ausdrücke, also das alles können sie von diesen Lehrerinnen oder Lehrern lernen. Ja? Die Englisch sprechen, die kommen entweder aus England oder dieses Jahr haben wir eine Lehrerin aus Kanada und einen Lehrer aus den USA. Also die Deutschen kommen aus Deutschland, das ist klar, aber wir haben auch oft das Glück gehabt, dass manche Lehrer aus dem Norden waren, manche aus dem Süden und dann haben sie so eine Mischung, also die Schüler. Also das ist ganz, ganz wichtig für sie. Und die meisten von ihnen, also von den Lehrern, die sprechen kein Ungarisch. Oder wenn sie schon manches wissen, also manche Wörter, dann bemühen sie sich, das nicht auf Ungarisch zu sagen. So, und sie können auch gut Landeskunde beibringen, also natürlich viel besser, ja, das ist dann ganz, ganz aktuell. Und die Schüler können vieles erfahren, was sie, sagen wir, in der Schule oder von uns, die Ungarisch als Muttersprache haben, wahrscheinlich nicht so gut bekommen können. Englisch und Deutsch, ja, man muss ganz ehrlich sagen, also Englisch ist die Weltsprache Nummer eins, also das wissen wir alle. Und noch etwas, also wer Fremdsprachen lernt, weiß, also dass die deutsche Sprache eine komplizierte Grammatik hat, ja. Also es ist sinnvoll, zuerst diese Sprache zu erlernen, also die deutsche, und dann kommt die englische als zweite und das ist dann viel leichter für die Schüler, das sehe ich. Und die Schüler sind so intelligent und clever, also klug, richtig, dass sie das so machen. Also die meisten zuerst Deutsch, dann machen sie eine Sprachprüfung. Und im nächsten Jahr, kommen sie in die Englischgruppe. Und das können sie dann üben. Und was das Schönste ist, oft haben sie schon zwei Sprachprüfungen, auch in Deutsch und auch in Englisch. Und sie kommen trotzdem und sie üben entweder die eine oder die andere Sprache mit den Muttersprachlern. Also das bedeutet schon ein hohes Niveau, meiner Ansicht nach. Die Schüler sind alle sehr enthusiastisch, trotz der Extrastunden. Es schadet nie, Fremdsprachen zu sprechen. Und je früher man damit beginnt, desto einfacher ist das. Én tanulok az iskolában is németet, de sokkal kevésbé effektív, mint itt, úgy érzem eddig, és hát a tervem a némettel az egyelőre csak egy újabb nyelv, de lehet, hogy majd még a karrierem során hasznos lesz. De szerintem az angol egy nagyon fontos nyelv a mai világban, és enélkül már élni se lehet, úgymond. Illetve a nyelvtanulás is szerintem nagyon fejleszti a gyerekek személyiségét, nyitottabbá teszi őket. Die Nyitott-Világ-Stiftung bietet auch während des Jahres Sprachkurse an, sodass man nicht bis zum Sommer warten muss, wenn man eine Fremdsprache lernen möchte.